Hallo! Ich habe es einfach nicht geschafft, mit meinem Surface zu schneiden und deswegen heute einmal ganz schnell mein April-Update. Viel Spaß! Lehrt immer verklappt, ist kein Werner. Wieder mit meinem Handy ein Video und diesmal ist es endlich das April-Update. Also im April ist ziemlich viel passiert, muss ich dazu sagen. Am 1. April war ich alleine zu Hause, es war ein Samstag, da meine Gastmutter mit den Kindern zu einer Freundin gefahren ist und die da dann was gemacht haben. Und dann sind die irgendwann nach Hause gekommen und genau. Dann am Sonntag, dem 2., waren wir alle zusammen in der Kletterhalle und dann haben wir vorträglich den Kindergeburtstag von meinem kleinen Gastkind, also meinem Jungen, gefeiert. Der ist 3 Jahre alt geworden. Und am Montag war dann ganz normal wieder Kindergartentag. Und mein großes Gastkind hatte dann eine Freundin mit nach Hause gebracht. Am 4. und 5. war auch beides wieder ganz normal Kindergartentag. Und am 5., dem Mittwoch, bin ich dann mit meiner Gastmutter, bevor wir die Kinder abgeholt haben, nach Stoff und Stiel gefahren. Und dort habe ich mir dann ein Nähprojekt gekauft. Und ja, genau. Dann haben wir zusammen die Kinder abgeholt und ich habe an meinen Sprachkurs an dem Tag auch pausiert. Den Grund, den erfahrt ihr in wenigen Momenten. Ja, genau. Und am Donnerstag, dem 6., da war auch wieder ganz normaler Kindergartentag und da habe ich mich dann, während die Kinder im Kindergarten waren, mit einer Freundin aus dem Sprachkurs, das war eine Schweizerin, getroffen. Und genau, dann habe ich die Kinder nur noch abgeholt und dann war es ein ganz normaler Tag. Am Freitag, dem 7., habe ich morgens meinen Wecker gestellt auf ganz früh, denn meine Eltern sind aus Deutschland mit der Fähre nach Stavanger gekommen an dem Tag und morgens habe ich die dann abgefangen. Bin das erste Mal mit dem Elektroauto hier gefahren von meiner Familie. Und genau, dann bin ich in die Stadt gefahren, habe die abgefangen, haben im Hotel nachgefragt, ob sie schon einchecken können und sowas. Und ja, dann habe ich die mit nach Hause genommen, also hier zu meiner Gastfamilie. Und für mich ist aber eigentlich der Tag genau gleich weiter abgelaufen. Ich habe die Kinder dann zum Kindergarten gebracht. Meine Eltern haben dann eine Runde um den See vor mit der Tür gemacht. Und genau danach sind wir in die Stadt gegangen, haben ein bisschen gefrühstückt und ja, ich habe denen einfach die Stadt gezeigt. Und genau, dann bin ich auch irgendwann nach Hause und dann habe ich die Kinder auch abgeholt. Und dann abends gab es dann die Überraschung, dass mein, beziehungsweise nachmittags ist mein Gastvater mit Haufen von Fisch angekommen. Oh Gott, das war echt krass. Da habe ich das auch das erste Mal wirklich gesehen, wie man so einen Fisch seziert. Das war doch sehr interessant, muss ich schon sagen. Und ja, dann haben wir abends typisches norwegisches Essen gegessen. Krabben mit Mayonnaise, Salat und das zwischen einem, ja, auf einem Sandwich sozusagen. Und ja, am nächsten Tag und am Samstag haben wir uns dann um Mittag rum im Kulturcafé getroffen. Alle zusammen. Leider konnten wir nicht zusammensitzen, weil es ziemlich voll war. Es gab vietnamesisches Essen. Und dann habe ich den Rest des Tages noch was mit meinen Eltern gemacht. Und abends um 18 Uhr war ich dann ungefähr wieder da. Und genau, dann hatte ich
die Kinder abends, also ich musste sie zu Bett bringen. Und der Kleine hatte eine unruhige Nacht, muss ich schon sagen, aber es hat alles super geklappt dennoch. Und am nächsten Morgen habe ich dann leckere Waffeln gebacken. Dann haben mich irgendwann meine Eltern gegen Lunch abgeholt und wir sind dann zum Solarstrand gefahren und abends haben wir uns dann wieder getroffen und dann haben wir Tortillas gegessen und haben den Geburtstag von meinem Kleinen vorgefeiert. Der hat nämlich am 10. Geburtstag, aber dazu komme ich sofort. Ja, dann haben wir auf jeden Fall Geburtstagsgeschenke ausgepackt mit ihm und er hat sich über alles sehr gefreut. Am Montag, dem 10., hat nämlich mein Gastkind eigentlich Geburtstag gehabt, aber die sind gegen 10 Uhr zur Cabin gefahren, zur Sommercabin. Und ich bin noch da geblieben und ich habe dann, nachdem die gefahren sind, sind meine Eltern dann auch gekommen und wir sind zur Garnfabrik gefahren, zum Norwegian Outlet sind wir gefahren, dann noch zu einem großen Shoppingcenter, das heißt Quadrat. Und abends sind wir dann einfach nur noch Pizza essen gegangen. Und ja, am Dienstag, dem 11., haben wir ganz spontan eine Lysefjord-Cruise gemacht, also so eine Bootstour. Die hat 3 Stunden gedauert. Und danach waren wir ganz normal nur noch in der Stadt bummeln und haben dann bei mir zu Hause hier Essen gekocht. Und am Mittwoch, dem 12., ging es dann für uns auch schon zur Hütte hin. Aber wir haben einen großen Umweg genommen, weil wir an der Küstenstraße entlang gefahren sind. Somit haben wir auch den Magmageo-Park passiert und wir sind zum Sunda-Stranden gefahren. Das war wirklich eine super schöne Route, aber dafür waren wir auch ziemlich lange unterwegs. Aber das war kein Problem. Dann sind wir irgendwann gegen 18 Uhr angekommen und da hat dann mein Gastvater auch schon mit dem Boot gewartet. Und dann sind wir mit dem Boot rübergesetzt zur Cabin und dort haben dann mein Gastvater Essen gekocht und wir haben dann im Anschluss noch ein Schweinchenspiel gespielt. Und am Donnerstag, den 13., haben wir alles sehr ruhig angehen lassen. Es war für alle eine neue Situation. Und dann bin ich mit meiner Gastfamilie das erste Mal fischen gewesen. Wir sind mit dem Boot rausgefahren und haben da ein bisschen gefischt. Haben leider keinen Fisch gefangen. Also einmal hatte ich einen dran, aber ja, wollte nicht sein. Genau, und dann sind wir wieder zurück und gegen Nachmittag haben wir dann nochmal eine Bootstour mit meinen Eltern gemacht. Da war meine Gastmutter und die Kinder nicht dabei. Und dann haben wir Essen vorbereitet und dann alle zusammen dann noch gegessen. Und am Freitag, dem 14., haben wir die Fischnetze reingeholt, die meine Gasteltern den vorigen Abend rausgehangen haben. Das war wirklich sehr spannend zu sehen, wie man das macht. Und ja, dann haben wir nur noch in der Sonne gesessen und haben entspannt und haben natürlich die Fische vorher noch aus den Netzen rausgeholt. Das war wirklich eine sehr aufregende Erfahrung und das war wirklich sehr spannend, muss ich schon sagen. Ja, und dann haben wir noch mal eine Bootstour gemacht und dann haben wir Ostereiersuche mit den Kindern gemacht. Es war noch nicht Ostersonntag oder Ostermontag gewesen, aber das hat den Kindern jetzt auf jeden Fall nicht gestört. Das war alles vollkommen in Ordnung. Und abends haben wir dann noch die Fische zu Abend gegessen. Und am Samstag, den 15., habe ich dann angefangen mit meinen Eltern zu spielen, Brettspiele. Es war einfach regnerisch und es war nicht so schön. Aber irgendwann hat sich's dann aufgelockert und dann sind wir auch spazieren gefahren. Dann sind wir auch spazieren gegangen. Ja, da ist uns Winnie, also der Hund, erwischt, der Pudel.
Wir haben sie ganz normal in dem Haus drin gelassen, aber sie hat gelernt, Türklinken zu öffnen. Das heißt, sie hat beide Türen aufgemacht und ist uns hinterhergelaufen. Dann musste ich mit ihr zurück und sie irgendwie einschließen und das war ein bisschen komisch. Aber es war sehr lustig. Ja, und am Sonntag, dem 16., haben wir dann alle zusammen geputzt und sauber gemacht und mein Gastvater hat meine Eltern und mich dann wieder rübergesetzt zu unserem Auto mit dem Boot und wir sind dann nach Kristiansand gefahren und haben da noch mal ein bisschen rumgeschlendert und uns das einfach angeguckt. Dann haben wir die Rückreise auch angetreten und sind dann irgendwann nachmittags auch in Stavanger wieder angekommen. Dort haben wir dann im Hotel eingecheckt. Und wir waren dann Burger essen und meine Gastfamilie war ganz normal zu Hause. Am Montag, dem 17., waren die Kinder nicht im Kindergarten. Ich habe zuerst mit denen gespielt und irgendwann gegen Mittag bin ich dann in die Stadt gegangen und ich habe mit meinen Eltern eine Street Art, ja, das war so eine Tour gemacht. Das war auf jeden Fall sehr interessant und war wirklich sehr schön zu sehen, die ganzen Kunstwerke. Und dann am Nachmittag haben wir uns dann nur noch alle getroffen und haben ein sozusagen Abschlussessen gemacht. Da waren wir türkisch essen. Und ja, dann haben wir uns verabschiedet. Dann bin ich mit meiner Gastfamilie nach Hause gefahren und dann haben wir noch ganz viel Lego gespielt. Und am Dienstag, dem 18., das ist auch der Heimreisetag von meinen Eltern gewesen. Haben morgens Lego gespielt und dann habe ich mich mit meinen Eltern getroffen und wir waren dann noch in der Stadt. Und dann sind wir irgendwann gegen Nachmittag auch wieder nach Hause gelaufen. Das Auto war nämlich bei uns hier vor der Tür geparkt. Und ja, dann habe ich nur noch meine Eltern verabschiedet und dann war es auch schon der schöne Besuch. Also es war wirklich ein wunderschöner Besuch und als ich mir das jetzt so wieder Revue passieren lassen habe, ist das echt eine schöne Erinnerung und es war wirklich eine schöne Zeit. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass meine Eltern da waren. Und ja, dann ging auch schon wieder der ganz normale Alltag los. Mittwoch, den 19., war wieder Kindergartentag. Ich habe die Wohnung geputzt. Und während die Kinder halt im Kindergarten waren, habe wieder meinen Sprachkurs angefangen und habe dann nachmittags die Kinder abgeholt und auch auf sie aufgepasst, bis dann mein Gastvater mit Essen nach Hause gekommen ist, weil meine Gastmutter einen Termin hatte. Und am Donnerstag, dem 20., war auch wieder Kindergartentag und dann ist irgendwann noch eine Freundin rübergekommen von meiner Großen. Und die haben dann noch mal ein bisschen gespielt. Und am Freitag, dem 21., war auch wieder Kindergartentag. Und eigentlich wollten wir die Kinder vom Kindergarten abholen und dann klettern fahren. Das hat aber leider nicht geklappt, da mein Kleiner sich verletzt hatte im Kindergarten. Und ja, somit mussten wir das Klettern absagen und ich habe mich trotzdem abends aber noch mit meiner anderen Au-pair-Freundin getroffen. Und das war auf jeden Fall dann noch ein schöner Abend. Und am Samstag, den 22., haben wir dann Lego gespielt. Irgendwann im Laufe des Tages bin ich joggen gegangen. Und mein großes Gastkind hatte dann noch Besuch. Und das war auch schon der Tag. Und am Sonntag, dem 23., da waren wir wieder in der Kletterhalle, wie fast jeden Sonntag, sind spazieren gegangen. Also ich, meine Gastmutter und die Gastkinder. Und wir sind dann zu den Großeltern nachmittags, abends gefahren. Und als wir dann wieder nach Hause kamen, hatten wir Stromausfall. Es war sehr lustig, da unsere Eingangstür mit Strom gesichert geregelt ist, weil wir halt so, nur so eine Karte haben, so ein Kreditkarte, Art Kreditkarte, so diese Größe und die wir dann davor halten müssen und ja, das hat nicht funktioniert.
Aber wir sind trotzdem irgendwie reingekommen. Und am Montag, dem 24., hat auch wieder alles funktioniert, der ganze Strom. Und da sind die Kinder auch im Kindergarten gegangen und ich habe dann am Nachmittag Flammkuchen gebacken. Und am Dienstag, den 25. im April, bin ich morgens wach geworden, weil meine Kinder wach waren. Ich habe mir gedacht, habe ich verschlafen? Haben wir schon fast 9 Uhr? Nein, wir hatten gerade mal 7:30. Ja, und meine Gastkinder waren aber schon wach und hatten schon die Schuhe angezogen, weil Schnee draußen lag. Schnee, es lag Schnee draußen. Ja, und das war auf jeden Fall sehr interessant, aber dann haben die da draußen gespielt, haben ganz normal gefrühstückt, haben wir dann. Und dann sind die Kinder auch zum Kindergarten gegangen. Ich habe dann in der Sonne seltsamerweise gesessen. Es war wirklich so warm dann. Das war echt ein verrückter Tag. Hab ein Video dann geschnitten und bin in die Stadt gegangen. Als ich dann aus der Stadt wiedergekommen bin, ich musste mir erstmal irgendwas Luftiges anziehen. Es war so warm. Ich habe dann die Kinder mit meiner Gastmutter abgeholt. Und genau. Am Mittwoch, dem 26., war nur meine Große im Kindergarten und der Kleine ist daheim geblieben. Und auf dem habe ich dann aufgepasst und wir haben Lego gespielt, weil meine Gastmutter einen Termin hatte. Und dann habe ich irgendwann auch meine Große aus dem Kindergarten geholt. Und am Donnerstag, dem 27., haben wir erst gespielt und dann hatte meine Große einen Zahnarzttermin. Und in der Zeit, wo die weg waren, bin ich dann in die Stadt gelaufen und habe mir ein neues Handy gekauft. Das iPhone 7 hatte ich mir dann geholt. Und danach ist meine Große wieder zum Kindergarten gegangen. Und die ist aber dann mit zu einer Freundin gegangen. Und somit hatte ich dann nicht wirklich was zu tun an dem Tag. Und am Freitag, dem 28., habe ich dann den Rucksack von meiner Großen abgeholt aus dem Kindergarten, weil sie den vergessen hatte. Und dann sind wir irgendwann zur Hütte wieder gefahren. Und als wir dort angekommen sind, war es so regnerisch und nicht so schönes Wetter, dass wir dann Popcorn gemacht haben und wir haben Little House on the Prairie geguckt. Muss ich mir mal komplett angucken. Das ist eine ziemlich amerikanische Sache, die man kennen sollte. Ist auf jeden Fall Tradition, sich das eigentlich in Amerika anzugucken. Bin ich also mal sehr gespannt. Und am Samstag, den 29., sind wir dann mit dem Boot rübergefahren zu den Großeltern. Die waren dann nämlich auch da bei der Hütte. Nur dieses wohnen auf einer anderen Insel. Also die haben deren Ferienhaus auf einer anderen Insel. Und dann kam auch noch die Schwester von meinem Gastvater. Und dann haben wir abends alle zusammen gegessen bei uns in der Hütte und haben dann die Fischnetze rausgehangen. Und dann habe ich abends mit meinem Gastvater und der Schwester meines Gastvaters und dem Mann von ihr Catan gespielt, also Siedler gespielt. Das erste Mal habe ich das gespielt. Es war so lustig, es war wirklich richtig lustig. Hat mich sehr gefreut, dass wir das gespielt haben. Ja, und am 30. April, den Sonntag, haben wir dann alle zusammen gefrühstückt, haben die Netze reingeholt und dann hat mich mein Gastvater auch gefilmt dabei, wie ich einen Fisch aus dem Netz versuche zu holen. Ich brauchte Hilfe am Ende, muss ich dazu sagen. Ja, du musst verklaren, was ist Kalyana? Was? In German. Explain what you're doing. I'm filming you. Okay. Ich versuche, einen Fisch aus dem Netz zu holen.
Hva slags fisk da? Berggylt. Ja, was ist das denn? Kabeljau. Ja, Kabeljau. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung wieder. Und ja, dann sind wir abends nachmittags zu den Großeltern gefahren und dort haben wir dann Pizza gegessen und Blanchelle, das sind Miesmuscheln, die hat er geräuchert sozusagen. Es war sehr interessant und lecker. Und als wir dann wieder nach Hause gekommen sind, also unserer Hütte, haben wir dann mit der Katan gespielt. Und als wir dann mit Katan fertig waren, haben sich alle zurückgezogen. Mein Gastvater war noch in der Haupthütte, wo ich auch drin geschlafen hatte, aber er nicht. Und dann habe ich mich nicht rausgeschlichen, aber er hat mich anscheinend nicht gesehen. Bin ich rausgegangen und war dann im ganz, 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 ganz kalten Fjord im April noch schwimmen. Das war wirklich eine richtig schöne Erfahrung. Und wenn wir das nächste Mal auch wieder auf der Sommerhütte sind, werde ich das auf jeden Fall wiederholen. Das war wirklich ein Erlebnis, das man wahrscheinlich nur einmal haben wird im Leben. Auf jeden Fall war es sehr schön. Und hab auch dann super geschlafen und ja, das war's auch schon mit dem April. Wie das erste Maiwochenende dann noch auf der Cabin ausgesehen hat, das werdet ihr dann in den nächsten paar Tagen in dem Mai-Update sehen. Es tut mir super leid, dass einfach keine Videos gekommen sind, aber ich habe jetzt meine schriftliche Prüfung hinter mich und morgen habe ich meine mündliche Prüfung. Wenn ihr das Video seht, dann werde ich sie noch haben oder ich hatte sie schon. Also Dienstag habe ich sie. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt zugeschaut habt und es ist wirklich ein langes Video geworden, weil einfach so viel im April passiert ist. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und ich verlinke dann jetzt nochmal mein letztes Video hier und meine Au-pair-Playlist. Und hier könnt ihr mich auch nochmal abonnieren. Bis dahin, tschüss!